Willkommen zurück bei Gothic 2, der Classic-Variante auf der Nintendo Switch. Warum haben wir gerade keine Musik? Ist so still? Moment mal. So, willkommen zurück. Es ist mir eine große Freude. Ich sag's jedes Mal. So, ich schmeiß mal die Kamera an. Wir sind hier stehen geblieben und haben im letzten Mal die Entstehungsgeschichte der Welt aufgearbeitet. Die Rolle von Inos, von Belia, von Adanos. Da ist die Musik, okay. Gut, und es ist auch schon wieder spät in der Nacht oder spät abends. Wie spät ist es? Lass mal gucken. 20.53 Uhr. Oh je, das ist ganz schön spät. Der gute Vatras. Ja, es gibt viel, worüber man nachdenken kann. Haben wir den Schläfer besiegt? Haben wir den Schläfer nicht besiegt? Und das ist auch die Paladin-Rüstung, nur mit geschlossenem Visier. Sieht so cool aus. Wir können gerne wieder für die Atmosphäre, das habe ich auch in Gothic 1 ganz gerne gemacht, eine Fackel in die Hand nehmen. Geht das auch in der Ego-Perspektive? Jo. Nee? Ach so, geht nicht. Nee, okay, geht nicht. Na gut. Ich fand früher immer diese Gesichter hier extrem gruselig da unten. Seht ihr das? Dieses Deko-Gesicht. Gut, so. Dann haben wir hier noch ein Gasthaus. Nochmal kurz zur Orientierung. Ach, guck mal, hier stehen sie jetzt und quatschen. Regis redet hier mit Brian. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ein Bürger mit einer Bürgerin. Wen wir da haben, sehen wir gleich. Hier haben wir die Taverne zur fröhlichen Mastsau. Alles klar. Okay. Und das hier ist der Durchgang mit Constantino, ne? Also nicht verwirren lassen. Da ist Constantino, der Alchemist. Da ist die Schmiede mit Harad. Und hier geht's dann durch zur Mestsau, einem Gasthaus, und zum Tempel von Adanos. Ach, erzähl mir nicht sowas. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Geht mir genauso. Geht mir genauso. Okay. Taverne zur fröhlichen Mastsau und guck mal, wen wir hier haben. Bartok. Das ist der ehemalige Lehrling von Bospor, dem Bogenmacher. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Mhm, okay. Also denk dran, das ist der ehemalige Lehrling von Bospor. Bospor hat dir erzählt, dass der nicht mehr weiter als Lehrling arbeiten wollte, weil es in den Wäldern zu gefährlich geworden ist. Wo hast du das denn? Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Irgendwer muss die Arbeit. Okay. Aber jetzt ist er nicht mehr da? Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Okay, also auch wieder eine weitere der verschwundenen Personen. Ihr wisst ja noch, Elvridge, der Lehrling von Torben, dem Tischler, ist ja auch verschwunden. Und also auch ein Jäger. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Ich weiß langsam nicht mehr, okay. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht, aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich habe Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. No, no. Okay. Eine zweite, für uns jetzt schon die zweite Person, die verschwunden ist. Sehr merkwürdig. Und wieder führt die Spur...
Na nee, nee. Wir wissen nicht, ob Elveridge im Hafenviertel verschwunden ist. Das wäre falsch. Wir wissen nur, dass im Hafenviertel die meisten Leute verschwunden sind. Man im Hafenviertel scheinbar Sumpfkraut bekommt. Und sein Jägerkollege genau wegen Sumpfkraut Richtung Hafen gegangen ist und auch dort verschwunden ist. Okay. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Das wundert mich nicht. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Da habe ich eine leichte Schadensfreude gehört, oder? Erzähl mir nicht sowas. Meinst du, mir geht es besser? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Ich habe was anderes gehört. Meine Meinung will ja keiner. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Wir haben das ja damals auch schon bei Cavalon gesehen, aber hier jetzt auch nochmal. Es gibt eben nicht mehr, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es gibt nicht mehr wie in Gothic 1 die beiden Stufen, ne, dass man eben jetzt Bogen plus 1 und dann eben, also Bogen lernen und Bogen meistern, sondern wir müssen Bogen jetzt mit plus 5 stufenweise erhöhen. Also mit einem Lernpunkt und 5 Lernpunkten, später wird es auch noch doppelt so teuer. Und es gibt eben nicht mehr nur 2 Wände, ne, gelernt, gemeistert, sondern man kann jetzt wirklich mit 5er-Punkten sich immer näher rantasten. Das ist ein schwereres, finde ich, ein schweres Skaliersystem, um wirklich gut mit dem Bogen zu werden. Seht ihr später noch, wenn wir Lernpunkte ausgeben, wie das genau funktioniert. Ja. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosbach verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Klingt super. Ach, erzähl mir nicht sowas. Später. Okay, das heißt also mit dem guten Bartok können wir gemeinsam auf die Jagd gehen, aber das machen wir natürlich nur, wenn es Tag ist. Das wäre jetzt viel zu gruselig, in der Nacht durch die Wälder zu streifen. Bürger, Bürgerin. So, da ging es jetzt Richtung Kaserne. Wir gehen aber erstmal in die Taverne zur Mestsau. Das hat er doch vorher gewusst. Und da haben wir Koragon, das heißt, das hier ist die Taverne, von der aus der verschwundene Jäger Richtung Hafenviertel aufgebrochen ist, okay? Da haben wir Valentino nochmal. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Hast du mir noch was zu sagen? Alles, was du wissen musst, habe ich dir gesagt. Der Rest liegt bei dir. Ich habe es selbst erlebt. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich wäre mir gar nicht sicher. Normalerweise müssen wir die Kleidung wechseln, weil er die gleiche Kleidung trägt wie wir. Ekelhaft. Okay, hallo Koragon. Es war genauso, wie du sagst. Kriege ich ja was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du ihr sogar was essen, wenn du willst. Man noch glauben soll. Okay. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag im Weg gelaufen wäre und er ist vom Boden verschwunden. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Stimmt auch wieder. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Die Kiste hier sieht wieder sehr verlockend aus, ne? Also hier die. Diese formschöne Kiste hier ohne Schloss. Ja, da hat er nun mal auch wieder recht. Wenn überall Banditen rumstreunern und man weiß jetzt schon, dass die Leute vielleicht die Stadt verlassen haben, das wäre natürlich auch ein Grund. Da hat gerade der die Sound, also die Sprachwiedergabe nicht gestimmt. Der hat gesagt, ich habe es ja schnell vorgelesen, dass jemand, der ihm jeden Tag über den Weg gelaufen ist, auf einmal verschwunden war. Und das hat alle ziemlich in Panik versetzt. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken.
Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Verständlich. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Okay, Freibier ist natürlich für die ortsansässigen Tavernen auch schwer zu verkraften, ne? Okay, also wir haben auf jeden Fall Diebe in der Stadt. Bosbar wurde ein Bogen gestohlen, ihm wurde einfach mal eben seine Tageskasse gestohlen, da stimmt auch irgendwas nicht. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Oh. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel fangt. Das geht jeden Tag so. Tja, so ist es nun mal mit Leuten, die möglicherweise auch unverdient reich sind. Das kennen wir in unserer Welt genauso, wenn ihr wisst, was ich meine. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt. Dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Mhm, okay. Zeig mir deine Ware. Wein, Apfel, Bier, Wacholder und Eintopf. Also niemand mag Valentino. Zu Recht, wie ich finde. Das können wir schon mal festhalten. Okay. Haben wir eigentlich noch Fleisch? Jo. Da kannst du eh nichts dran ändern. Fleischbraten schadet nie. Lalalala. Ich leih mir mal dein Herd aus, ja? Okay, passt schon. Ich hab so einiges gehört. Ich liebe sowas, ja, ne? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und sowas fällt leider ab Risen 2 weg, ne? Also in Risen 1, in Gothic 3 gibt's das auch noch. Da gibt's sogar sehr komplexe Kochrezepte und Trankrezepte. In Risen 1 auch noch und ab Risen 2 leider nicht mehr in dieser Art und Weise. Das ist sehr schade. 10 Fleisch, sehr schön. Okay, schöne Taverne. Gehen wir mal hier raus. Jetzt sind wir hier bei der Kapelle wieder. Aha. Und hier lang kommen wir jetzt zum Marktplatz. Aber selbstverständlich sind die ganzen Händler nicht an ihren Ständen. Es ist bei euch sehr düster, keine Sorge, wir gehen hier nochmal hin, wenn es wieder Tag ist. Hier steht der gute hey. Greg. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Klar. Okay. Na gut, was haben wir hier? Da sitzt doch jemand. Was hast du hier zu suchen? Wow, wow, wow. Kerlchen. Sorry. Okay. Also hier ist das andere Stadttor. Es gibt hier zwei Stadttore, haben wir auch schon gehört. Das wäre das andere. Da gehen wir später raus. Da oben ist die wunderschöne Kaserne. Die habe ich mal nachgebaut tatsächlich. Hier haben wir noch mehr Marktstände, Marktstände, Marktstände. Und hier haben wir dann die Herberge zum schlafenden Geldsack. Da gehen wir gleich rein und schlafen. Aber vorher haben wir hier noch Baltram. Ja, das sind die ganzen Händler. Jora, mit denen sprechen wir später. Bürger, Bürger. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Was passiert, wenn ich das nicht mache?
Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Wer sagt denn sowas? Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Das habe ich schon. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Okay. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah erst den Brief unter, dann verpfeifst du sie bei André. Mach das. Und versuche nicht, mich reinzulegen. Das würdest du bereuen. Ich erzähl dir doch nichts. Tja. Der gute Kantor. Von Corini. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauerschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Und hier haben wir einen Herold, der immer wieder auf dem Galgenplatz, hier seht ihr auch den Galgen, diese, ja, Verfügungen vorliest. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Okay, finde ich voll geil gemacht. Hier haben wir Ulf, das ist jemand aus dem Kloster, das seht ihr auch ganz gut an seiner Kleidung. Das ist die Novizenrobe, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier nochmal Rangar, jemanden von der Stadtwache, wer bist du? Rengaru, den kennen wir auch noch nicht, ne? Und nicht zu guter Letzt noch den Wirt hier. Hey, komm näher, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Jo! Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Ein paar Fässer ist gut, ey. Guck euch mal das hier an. Okay. Ja, so kann man auch die Stimmung der Bürger heben, ne? Ja, damit habt ihr jetzt gehört, was Kanter will. Das ist der Preis für den Passierschein. Wir sollen eine Händlerin ins Gefängnis bringen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ah, ja, ja, ja. Schlimme Sache. Ich muss weiter. Von mir aus. Von mir aus. Na gut. Tja, hätten wir den Passierschein mal nicht angenommen, ne? So, dann haben wir hier Rengaru. Hey. Bewohner von Corinis. Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Ergeht folgender Erlass. Okay. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Rangar? Hey, du. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Was will man mehr? Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zurzeit ist alles ruhig. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Zurzeit ist alles ruhig. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Schlimme Sache. Besorg mir eins. Ja, hier? Hey, du. Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Ja, ihr passt auf, ey. Ihr passt auf, ich merk schon. Von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht voll aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauerschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Wow. Das ist ja schrecklich. Jetzt fühle ich mich sicherer. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Ah. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Okay, das ist sehr interessant. Hör mal, ich habe hier zufällig... Ich habe was anderes gehört. Willst du noch ein Bier? Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Wir füllen den einfach ab. Rein damit. Wohl bekommt's. Glaubst du wirklich daran? Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen.
Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu, wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Alles klar? Verstehe. Das wundert mich nicht. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf Ausdruck, ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Okay, heißt aber gleichzeitig, wenn wir der Miliz beitreten, treten wir der Armee bei, die uns ursprünglich mal in die Kolonie geworfen hat, ne? Na gut. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Wie wir den auch. Oh Mann. Ich hab was anderes gehört. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Ja, klar. Willst du noch ein Bier? Glaube ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Und es wird noch viel schlimmer. Ich hole mir jetzt hier die ganzen Biere, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, der Wirt schenkt mal nach. Hey, du. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Ich glaube, das war's, ne? Okay, cool. Aber ein paar Infos haben wir. Also, die Miliz ist Herr der Lage. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der eine Miliz ausgibt. Ich weiß. Ach, du bist in Ordnung. Danke, danke. Das bedeutet mir sehr viel. Okay, schön. Hört ihr Bewohner von Korinis? Ja, Rengaru war sehr abweisend. Sehr interessant. Er geht folgender Erlass. In allen Städten hier haben wir Wasserpfeifen. Des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Das alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Ich wundere mich über gar nichts. Jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Oh je, Kriegsrecht, eieiei. Und dann haben wir noch Ulf, einen Novizen des Klosters. Hey, du. Der sich hier auch Freibier gönnt. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Hm, okay. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat. Und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Mhm, okay, Cardiff kennen wir noch nicht, Coragon kennen wir schon. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Mhm. Bring mich zum Kloster, ich speichere mal. Das wäre natürlich wieder eine Möglichkeit, das kennen wir auch aus Gothic 1. In Gothic 1 gab es ja auch Mordrak, der uns zum neuen Lager gebracht hat. Dann gab es den einen Novizen, der uns zum Sektenlager gebracht hat. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnisse in der Umgebung der Stadt zu meiden. Vergiss es. Des Weiteren weißt du, wie viel Viecher ich auf dem Weg ausgewichen bin, wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke? Dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Mhm. Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt. Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. 1000 Goldmünzen. Und das meine ich, das war in Gothic 2 früher, ohne die Erweiterung, die Nacht des Raben, für mich wie so eine Paywall. Ich habe mir gedacht, wo soll ich denn 1000 Goldmünzen? Wir haben jetzt aktuell 40. Ich meine, wir haben schon viel für Fähigkeiten ausgelegt, ja, aber 1000 Goldmünzen ist ja der helle Wahnsinn, ne? Ich habe was anderes gehört. Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Oh je. Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich.
Das ist eine Aber umsonst Sache. Wirst du das nicht bekommen. Und das ist echt schade, denn es gibt in Gothic 2 die Nacht des Raben eine Möglichkeit, wie man wesentlich, wesentlich einfacher dem Kloster beitreten kann. Und ich fand die damalige Anforderung viel besser. Bring ein Opferlamm und Gold, damit du im Kloster aufgenommen wirst. Voll geil, aber durch die Nacht des Raben, klar, man kann es ja immer noch machen, alles gut. Aber es gibt eben jetzt auch eine Möglichkeit, wie es nicht mehr erforderlich ist. Und das ist schade, denn es war damals, ich weiß das noch, wenn man das dann geschafft hatte, man hatte 1000 Gold zusammengekratzt, man hat nicht ein Goldstück ausgelegt, um irgendwie an die 1000 Gold zu kommen, und man hat ein Schaf von den Bauernhöfen bis zum Kloster eskortiert, dann ins Kloster reinzukommen, war so ein Erfolgserlebnis. Und was man jetzt eben machen kann, ist viel leichter. Das ist schade. Okay, danke Ulf, sehr viel Information, cool. Hört ihr Bewohner von Corinis? Nee, ich höre jetzt nicht mehr. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagen. So, da oben ist jetzt die Kaserne, dann gehen wir jetzt einmal in die Herberge. Aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay, also das war jetzt einmal wegen den Schutzmaßnahmen des oberen Viertels. Ist klar, wir haben ja gesehen, da kommen wir auch gar nicht rein. Er muss das ja besser wissen. Gehen wir mal in die Herberge. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Hallo, Hanna. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Nebenbei fackeln wir hier die Decke ab, seht ihr das? Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Corinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Okay, sehr interessant, dass Corinis eben vielleicht ja auch aufgrund des Erzhandels, darf man auch nicht vergessen, eben sehr reich ist. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Klar, wir haben ja Matteo, den Gemischtwarenhändler, Bospor, den Bogenhändler. Ist klar. Okay. Danke, danke. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Laut André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Das mit dem Anheben der Stimmung passt ja auch zu dem Freibier, wollte ich gerade sagen. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Okay, cool, danke. Das heißt, wir dürfen hier kostenlos übernachten. Nebenbei fackeln wir noch das ganze Haus ab. Darf ich die Fackel auch wieder wegpacken? Nee, ne? Leider nein. Tja, dann... Ja, dann nehmen wir die Fackel mit. Schön, hier noch ein bisschen Feuerholz. Ich mag die Teppiche. Die Tür ist zu. Okay. Schade, gehen wir mal nach oben. So, und jetzt müssten wir schon in den Schleichmodus gehen, denn selbstverständlich werden wir die Kisten leer räumen. Das mit dem Schleichen klappt aber ja nicht, ne? Da haben wir Sarah, der sollen wir ja den Brief unterjubeln. Das habe ich schon immer gesagt. Haben wir denn überhaupt irgendwo eine Kiste? Nö. Anders gemacht. Man kann sie das anders. Dann kannst du hier nichts dran ändern. Abujin, Hakon, Jora. Okay, das Schleichen funktioniert leider gar nicht. Das ist irgendwie kaputt.
Gut, schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So, denn damit können wir dann jetzt auch den Marktplatz besuchen. Die Fackel lassen wir mal hier liegen. Ich hoffe, es brennt nicht. Und wir gehen mal zum Markt. So. So. Und einmal raus hier. Ja, das sieht doch schon wesentlich belebter aus. Da ist die Kaserne. Da ist der Galgenplatz. Da ist der Freibierstand. Und wir starten mal direkt durch, indem wir mit Abujin reden. Hier. Und da ist jetzt auch Bartok, ne? Der ist auch beim Freibierstand. Hallo. Hey. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nein. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Es ist halt so geil. Er hat ja gesagt, Sohn der Ruhe. Behalte das mal im Kopf. Wer bist du? Mein Name ist Abujin ibn Jadir ibn Umar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Symphonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Mhm. Woher bekomme ich Apfeltabak? 2 Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Zuris. Okay, danke schön. Ja. Wir werden in Gothic 3 nicht auf den südlichen Inseln, aber auf dem Festland auch eine Gruppe von Personen treffen, die sehr gerne so etwas sagt wie Sohn der Geduld, Sohn der Zeitlosigkeit, Sohn der Sparsamkeit. Das sind die Bewohner von Varant, der Wüste auf dem Festland. Also das Festland besteht ja aus Nordmar, Myrtana, Varant. Und in Varant leben die Assassinen, nennt sie mal einfach so. Und die sagen auch immer dieses Sohn der Geduld, Sohn der Ungeduld. Ist ganz lustig. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Ja, wir haben hier eh kein Geld, dann ist es auch egal. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ja, sowas von. Orks, sie bewachen einen Zugang. Ein alter Stollen. Das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Er wartet auf dich. Milton? Feuer! Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Wehe. Drachen, sterben. Die Drachen. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Quahotronen Jakendar. Da wird gerufen. Quahotronen Jakendar. Was? Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Tut mir leid. Okay. Wir gehen ins Minental. Dort treffen wir Milton. Viele werden durch einen Angriff von Feuer, vermutlich durch die Drachen, sterben. Quahotron wartet in Jakendar und Quahotron ruft oder wird gerufen. Das sind ziemlich präzise Vorhersagen von dessen, was noch kommt. Muss ich zugeben. Die 25 Goldmünzen haben sich gelohnt. 200 Erfahrungspunkte haben wir noch gekriegt. Danke, Abujin. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh, Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast.
Okay, also wenn wir in Jakendar Quahodron gesehen haben, wer auch immer das sein mag, dann geht's weiter. Ja, okay, cool, danke. Krass, er kann's halt, ne? Gut, gehen wir nochmal zum Marktplatz. Hier haben wir dann einmal den guten Kanta. Okay. Und dann gehen wir einfach einmal die ganzen Händler lang. Hier haben wir Baltram. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Okay. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Zeig mir deine Ware. Oh. Amulette. Was macht Bartok denn jetzt hier? Hat auch ein neues Modell. Sie gefallen mir sehr gut. Die waren vorher alle sehr minimalistisch. Ich bin gespannt, wie das Auge Inos aussehen wird. Wenn wir es denn dann bekommen. Okay, cool. Boah, danke. Baltram, Lebensmittelhändler. Rengaro steht jetzt hier rum. Oh, Entschuldigung. Dann haben wir hier zwei Bürgerinnen und dann haben wir hier die Händlerin Sarah. Spiel auf das Geschäft. Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Es gibt Freibier. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Okay, das ist sehr interessant. Das hört sich ja jetzt schon... Erinnert euch mal an Lobart zurück, der gesagt hat, bist du für die Bauern oder für den König? Und dann hat Lobart gesagt, ich habe ja gar keine Wahl. Ich muss wegen der Nähe zur Stadt für den König sein. Jetzt hört sich das auf einmal so an, als würden die Söldner die Bauern, die gar nicht an dem Bauernaufstand teilnehmen wollen, sogar unter Druck setzen. Ist vielleicht doch Ona der Einzige, der sich gegen die Abgaben auflehnen möchte? Interessant. Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Ja, wir helfen da natürlich aus, ne? Zeig mir deine Ware. So, und ihr könnten... Ach du Scheiße. Und ihr müssten wir jetzt den Brief in die Tasche legen. Den gucken wir uns gleich nochmal an. Das machen wir aber natürlich nicht. Ne? Ring der Lebenskraft, Fackeln, Pfeile, Kampfstab. 30 Schaden, 15 Stärke und 500. Ist eine Zweihandwaffe, okay. Was haben wir hier noch? Degen, Kurzschwert, aha. Wolfszahn, edles Kurzschwert. Oh, 25 und 50 Schaden, das ist ordentlich. Ein Kriegshammer. Damit haben wir ja den Golem in Gothic 1 besiegt, wisst ihr noch? Stabkeule, 70. Steinbrecher, Langschwert, 85, 85. Bartaxt, 90, 90. Zweihänder, oh. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Inquisitor. Edles Bastardschwert. Schwerer Kriegshammer. Oh, damit können wir Golems mit einem Schlag kaputt hauen. Oh, der schwere Zweihänder. Den kennen wir auch noch aus Gothic 1. Also die beiden gab es auch in Gothic 1, die beiden Schwerter, ist klar. Krummschwert, auch ein Zweihänder. Oh, auf dem Rücken so ein fettes Krummschwert. 145 Stärke. Okay, also am greifbarsten wäre tatsächlich der Kampfstab mit nur 15 Stärkeanforderungen, aber 500 Gold ist ziemlich viel. Und ja, das ist aber auch, wie kann denn der Kampfstab 500 kosten und der Zweihänder nur 1000, wenn der... mehr als viermal so viel Schaden macht. Eieiei. Ja, also, wir werden keine 500 Gold zusammenbekommen. Woher denn? Gottes Willen. Wir werden natürlich den Brief nicht in die Tasche spielen. So, Kanta. Kantas Brief für die Händlerin Sarah.
Letzte Ermahnung. Ich habe dir schon mehrere Male auf liebenswürdige Weise mitgeteilt, dass ich die Waffen, die ich bei dir vor einer Woche bestellt habe, dringend brauche. Wenn ich nicht bald etwas von dir höre, Sarah, dann sehe ich mich gezwungen, andere Seiten aufzuziehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ona. Okay, das sollen wir ihr jetzt unterjubeln, damit das beweist, dass Sarah heimlich mit Ona Waffen tauscht. Werden wir natürlich nicht machen. Wir sind ja rechtschaffend. Wir werden natürlich melden, dass Kanta so etwas machen möchte. Okay. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Oh ja. Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Hier haben wir Daron, einen Feuermagier. Die Kleidung kennen wir. Das ist jetzt auch, denk dran, im Minental wurden ja alle Magier, also die Kuppel ist ja größer geworden als geplant, die Minental-Kuppel, die eigentlich nur die Gefangenen einschließen sollte. Dadurch wurden auch Wassermagier, Feuermagier in der Kuppel eingesperrt. Diese Feuermagier wurden alle von den Erzbaronen, das waren Sträflinge, die sich an die Macht gekämpft haben, getötet. Der einzige Feuermagier, der überlebt hat, war Milton, unser Freund, der jetzt, das haben wir gerade in der Vision gehört, scheinbar im Minental festsitzt. Der gute Daron hier ist der damit ein Feuermagier, der nie in der im Minental gewesen ist. Ne? Der gehört zum Kloster hier und ja, trägt aber die gleiche Robe, die ich übrigens auch sehr schön finde. Denkt dran, in meinem anderen Gothic 2 Projekt, das ihr auch als Playlist finden könnt, bin ich den Weg des Feuermagiers gegangen. Da könnt ihr sehen, wie wir Feuerzauber wirken, wie wir Zauber erlernen, wie es ist, im Kloster beizutreten. Wir werden jetzt in diesem Durchlauf hier Paladin werden. Ne? Ich glaube da nicht dran. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden. Naja. Ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ich glaube da nicht dran. Ehrlich, ich hab's. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Wenn ich es nicht lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Ich glaube da nicht dran. Nun, du hast nicht viel, aber arm bist du auch nicht. 10 Goldstücke für Innos. Wir sind ja genügsam. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Dafür habe ich 10 Goldmünzen bezahlt. Ja, ich finde es so geil. Ja, guckt in den Geldbeutel. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt 500 dabei gehabt hätten, hätte er uns auch locker 100 abgezockt. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Das ist ja schrecklich. Okay. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Okay, ja, ich finde das schön, das deckt sich auch alles. Ne? Innos ist das Licht, hat die Sonne geschaffen, die Sonne war zu hell, hat Abelia auf sich selbst geschaffen für den Schatten. Kennen wir jetzt alles, wir wissen alles, wir wissen total Bescheid. Innos, der rechtschaffende Gott, ist der Ursprung von allem. Kann man so sagen. Wirklich? Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Natürlich, was auch sonst. Ist ja ein Kloster. Dazu muss noch gesagt werden, großer Unterschied zu Gothic 1. In Gothic 1 war es ja so, dass man Schatten und dann Gardist oder Feuermagier. Das habe ich schon immer gesagt. Bandit, Söldner, Wassermagier. Hier gibt es die Wassermagier als Fraktion gar nicht mehr, das verrate ich schon mal. Hier ist es so, dass man entweder Söldner, Novize, Paladin oder Feuermagier. Also es ist nicht mehr so, dass man Schatten und dann Feuermagier, sondern wird Novize Feuermagier, aber beides ist das gleiche eigentlich. Ne?
Dementsprechend ist der Feuermagier keine Fraktion mehr oder keine Stufe mehr, die auf einer anderen Fraktion den Schatten aufbaut, sondern wir entscheiden uns ganz gezielt, ich will Feuermagier werden. Nicht, ich trete dem alten Lager bei und entscheide mich dann Feuermagier oder Gardist, sondern man muss von vornherein sagen, ich will Magier werden, deswegen gehe ich zum Kloster. Und das ist wichtig zu wissen. Man kann ja in Gothic 1 sowohl als auch nachher, nachdem das alte Lager einen verrät, kann man ja sogar Schatten, Gardist, Söldner, Wassermagier. Und hier muss man von vornherein wissen, werde ich Magier oder nicht. Man kann in Gothic 1 ja quasi den Weg zum Gardisten durchgehen und sich dann nachher beim neuen Lager trotzdem noch entscheiden, Wassermagier zu werden. Dann kann man doch Magier werden. Hier muss es von vornherein klar sein, welche Fraktion man beitritt. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Mhm, okay. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gewiss. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Natürlich. Ich habe was anderes gehört. Ich bin bedürftig. So, du bist also verarmt. Ach, kein Wunder in diesen Zeiten. Nimm dieses Gold. Es soll dir helfen. Aber du solltest dir eine Arbeit suchen. Dann wirst du sehen, dass du schnell zu Gold kommst. Und dann darfst du der Kirche Innos spenden, so wie sie dir gespendet hat. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hä, ich bin fasziniert. Der hat uns echt Gold gegeben. Und wer muss die Arbeit ja machen? Okay, mein ganzes Bild über ihn hat sich gerade nach über 15 Jahren im Kreis gedreht. Er kassiert von uns Geld ab und hilft wirklich Bedürftigen? Wahrscheinlich konnte ich das noch nie auswählen, weil ich noch nie so wenig Geld hatte. Aber wie krass ist das denn? Ich möchte spenden. Ja, nee. Aber ich habe nicht genug Gold dabei. Das macht nichts, mein Sohn. Du kannst doch später noch so viel spenden, wie du willst. Ich bin beeindruckt. Daron, du hast mich... Ach, guck mal hier, die ganzen Zweihänder. Da haben wir den leichten Zweihänder, den rostigen Zweihänder, den Zweihänder, der heißt hier Paladin-Zweihänder, der goldene. Cool. Ein paar Reiterbögen, Äxte, aha. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Natürlich nicht. Hier haben wir wieder ein paar Kisten. Aha, aha. Okay. Ich habe was anderes gehört. Bürgerin Markt. Ich habe was anderes gehört. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Das kennen wir schon, okay. Danke. Dann haben wir hier Zuriss, den Meister der Tränke. Ich bin Zuriss, Meister der Tränke. Sagte ich bereits. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Na, gucken wir mal, oder? Stellst du deine Tränke selbst her? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Ist mir aufgefallen. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Ja, der schien auch so, als hätte er richtig Ahnung, aber ist halt sehr zurückgezogen, weil er vielleicht mal schlechte Erfahrungen mit einem Lehrling gemacht hat. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst.
In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Haben wir da Kronstöckel gefunden? Kronstöckel ist ja für permanente Tränke ein unglaublich wertvolles Kraut. Zeig mir deine Ware. Roter Tränenpfeffer von den südlichen Inseln. Vorsicht, scharf. Apfeltabak, aha. Die göttliche Kraft der Gestirne, okay. Gürtel der magischen Abwehr. Tränke, Amulett der Erleuchtung. Lebensenergiebonus und Mana-Bonus. Oh, das ist auch ordentlich. Und ganz viele Zauber. Blitz, Windfaust, Unwetter, Goblin-Skelett erschaffen, Golem erwecken, Skelett erschaffen, Wolf rufen, Dämon beschwören. Das ist für 200... Denk dran, die Spruchrollen können wir auch als Nicht-Magier benutzen. Mana kosten 5, können wir benutzen. Ich habe was anderes gehört. Eisblock, Eiswelle, Feuerball, Licht, Eispfeil und Tote vernichten, kennen wir auch noch aus Gothic 1. 1000 Schaden, kleiner Feuersturm, Feuerregen. Oh, Feuerregen. Ja, Magier ist halt geil, ne? Magier ist schon geil. Einige Zauber davon sind auch, ich glaube, Unwetter gibt es erst durch die Nacht des Raben. Und den Monsterschrumpfen kennen wir auch noch aus Gothic 1. Und das wird noch viel schlimmer. Eiswelle gab es auch schon, aber ich glaube, Unwetter ist neu. Okay, danke. Mhm. Dann haben wir hier Greg, ist klar. Und dann haben wir hier Hakon. Sarah sagt ja bereits, der andere Waffenhändler. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Mhm. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Vielleicht ist das ja, weil die Banditen die aus den Wäldern vertreiben und deswegen suchen die wilden Tiere sich andere Umgebungen, könnte ich mir vorstellen. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Freibier. Wo bekommst du deine Waffen her? Harad, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Nur wenn die auch günstiger sind, ist okay. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir, ich glaube Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, ein Joe, der weiß, wie man in diese ganzen Türme reinkommt, für die man Schlüssel braucht. Aber durch das Osttor, das ist das Tor hier am Marktplatz, sind also die ganzen Leute oder viele Leute rausgegangen und nie wiedergekommen. Sehr interessant. Mhm. Harad hat mir von dem Banditenüberfall erzählt. Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben, eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Harad. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. Wer sagt denn sowas? Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Ich glaube da nicht. Mhm. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach den Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Das war der uns den Steckbrief von uns gegeben hat.
Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Okay. Also Akils Hof wird von Söldnern unter Druck gesetzt und in der Nähe ist auch noch ein Banditenlager. Super. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer. Schläfer und ich hab... Wie viel ist dir die Sache wert? Du willst doch bei Harad Punkte sammeln. Oder etwa nicht? Ich denke nicht, dass ich dich dafür noch bezahlen muss. Er redet einfach zu viel. Wow, danke. Zeig mir deine Ware. Das ist ja schrecklich. Milizgürtel. Oh, zusammen mit Milizrüstung. Das ist ja interessant. Ledergürtel, Harnisch-Amulett. Verwaffen, aha. Kurzschwert, Wolfszahn, Richtstab. Das ist die Waffe, die der Reichslord hatte. Schiffsaxt, aha. Grobes Bastardschwert, Streitkolben, Schlachtaxt. Krass. Okay, danke. Damit haben wir die alle durch, ne? Ja, gehen wir mal hoch zur Kaserne, oder? Ich finde die Kaserne vom Gebäude her so schön. Also hier führt der Weg hoch. Dann haben wir hier dieses große Kasernengebäude. Also kurz nochmal zur Orientierung. Hier haben wir sozusagen die Taverne und den Tempelplatz. Dahin geht es dann zur Marktstraße. Die hohen Gebäude da, diese Fachwerkgebäude, sind das obere Viertel. Und die Kaserne ist am anderen Ende der Stadt. Von der Marktstraße aus gesehen, von der Handwerkstraße aus gesehen und überragt hier einmal das Hafenviertel. Das ist das ganze Hafenviertel hier und das ist dann die Kaserne mit diesem schönen Fachwerkgebäude und einem wunderschönen Innenhof. Wir gehen mal rein und ihr könnt euch selber ein Bild machen. Also das hier ist das Osttor, durch das die ganzen Leute verschwunden sind. Und da sehen wir auch nochmal hier da oben Xalas Turmspitze sogar. Trainierende Stadtwachen. Wulfgar. Okay, hallo. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Er hat auch eine schicke Rüstung an, ne? Wie ist es bei der Miliz? Lord André ist jetzt unser Kommandant. Vorher unterstand die Miliz dem Statthalter. Der hatte keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Aber Lord André weiß, was er tut. Er sorgt gut für die Männer. Jeder, der hier anfängt, kriegt eine vernünftige Rüstung und eine gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn man seine Arbeit gut gemacht hat. Für jeden gefassten Verbrecher zahlt er ein Kopfgeld aus. Der redet nur so gut über den, weil er hier steht. Ne, so positiv über den Chef sprechen. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Naja. Nein. Dann wird Lord André dich nicht nehmen. Du kannst ja mal mit ihm reden. Aber ich denke nicht, dass er für dich eine Ausnahme macht. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Mhm. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut, du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Okay. Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Wir werden uns komplett auf Zweihänder spezialisieren. Kann ich jetzt schon sagen.
Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen, richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Okay, ja, kennen wir ja aus Gothic 1. Lass uns mit dem Training beginnen. So, und hier könnten wir jetzt unsere Zweihandfähigkeit verbessern oder die Einhandfähigkeit verbessern, aber später. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Stufenaufstieg frei? Nö. Dauert aber nicht mehr lange. Wir können aber Schlösser knacken, Tiere ausweiden und schleichen. Das ist schon viel wert, glaube ich. Okay, wen haben wir hier? André. Enos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? So einiges. Ja, erstmal das Wichtigste. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? So ist es. Ich sollte Sarah einen Brief unterschieben, der sie belasten sollte, Ona mit Waffen zu beliefern. Aha, verstehe. Das Kopfgeld für diesen Mistkerl zahle ich gerne. Er sitzt schon so gut wie hinter Gittern. 100 Gold, wow. Okay, dann let's go, oder? Die Nachricht für Lord Hagen natürlich. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Übrigens sehen wir hier bei André auch wieder die Ritterrüstung. Ne? Das muss ich Lord Hagen selbst sagen. Wie du meinst. Aber du solltest eins wissen. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Unter seiner Würde? Eieieiei. Na gut, das heißt also, wir müssen Bürger der Stadt werden. Und Milizsoldat. Oder Magier. Oder Söldner. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Na gut. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Okay, sehr interessant. Denk dran, dass wir ja schon gehört haben, dass Torben zum Beispiel vermutet, dass es sich um die Niederschlagung des Bauernaufstandes geht. Ich habe ja schon gesagt, dass natürlich auch noch die große Frage mit dem magischen Erz weiter besteht. Was passiert gerade auf dem Festland, nachdem aus Korinnes kein magisches Erz mehr geliefert wird? Die Barriere ist futsch. Der Tauschhandel damit auch. Wenn in der Barriere oder im Minental jetzt aktuell ganz viele Orks und Drachen sich versammeln, dann wird von da aus ja auch kein Erz mehr geliefert. Wer soll es liefern? Welcher Tauschhandel soll bestehen? Vielleicht sind die Paladine ja deswegen hier. Ne? Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal aus welchen Gründen ihr uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Okay. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Mhm. Na gut. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein, bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Mhm, also Miliz, Paladin oder Ritter. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha, es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe.
Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Okay, sehr interessant. Man muss dazu sagen, dass ich die Anforderung, Bürger zu werden und damit Schmiedelehrling zu werden und das Schmiedehandwerk zu lernen, per se gut finde, da wir dadurch eben auch Geld generieren können. Wir können ja arbeiten. Daher, ja, okay. Aber wäre eine Möglichkeit, wenn man keinen Bock hat, Schmiedelehrling zu werden. Klar, töten wir ein paar Diebe und fertig ist. Wir haben ja schon häufiger gehört, denkt dran, dass sowohl Bospa seinen Bogen verloren hat, als auch in der Taverne zur Mestsau einfach mal Gold verschwunden ist. Also es sind sicherlich Diebe unterwegs. Ob das eine organisierte Bande ist, Fragezeichen, aber es sind auf jeden Fall Diebe unterwegs. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Also schön inkognito bleiben, ich verstehe. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Mhm. Ist klar, es weiß ja auch keiner von der Stadtwache, dass wir die Diebe im Auftrag von André suchen. Das ist klar. Wegen der Diebesgilde? Ja? Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Mach ich. Hier. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Mag sein, aber du bist noch kein Bürger dieser Stadt. Und ich habe meine Befehle. Man kann es immer versuchen. Gut, okay. Danke, André. Das war sehr aufschlussreich. Und damit haben wir Kanta verpfiffen. Und unsere erste gescheiterte Mission. Matteo und Greta. Für eine Flasche Wein. Joe. Harkon, ein Händler in Korinnes, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wusste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Daron, der Feuermagier, hat mir seinen Segen gegeben. Vatras, der Wassermagier, hat mich gesegnet. Wir haben verdammt viele Aufgaben, ne? Genau, das suchende Irrlicht, das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Gut, also Leute, beim nächsten Mal machen wir hier weiter, werden uns noch in der Kaserne umsehen und werden nochmal da die Terrasse weiter begehen. Dann gehen wir zu Bartok und werden mit Bartok gemeinsam auf Jagd gehen, bevor wir uns das Hafenviertel angucken. Gut, aber soweit haben wir jetzt einmal den Marktplatz gesehen, wir haben die Taverne zur Mestsau gesehen, wir haben hier die Herberge gesehen, wir haben den Galgenplatz gesehen. Jetzt fehlt noch die Kaserne vollständig und dann geht's auf zur Jagd und dann starten wir mit dem Hafenviertel und das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe eine Menge Spaß und ich bin fasziniert, wie toll immer noch die Spielwelt ist. Es ist fantastisch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Gothic 2. Ciao.